Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern geht es heute ausnahmsweise nicht um Tore, sondern um Chemie. In dieser Fortbildung erklärt Kunststoffexperte Michael Herrmann, wie sehr moderner Fußball von der Chemieindustrie abhängig ist. Das Motto: Anpfiff Chemie. Wenn man so einen normalen Fußballplatz betrachtet, dann fällt einem auf, vor allem in Kaiserslautern, der Rasen ist offensichtlich noch Naturrasen und die Tore sind aus Aluminium. Der Rest ist beim Fußball eigentlich Kunststoff. Das fängt unter dem Rasen an mit der Rasenheizung, geht über die Sitzschalen, über den Ball natürlich, der seit vielen, vielen Jahren aus Kunststoff ist, über die Trikots, die Schuhe. Also eigentlich würde ohne Kunststoff kaum noch Fußball gespielt, sondern dann wären wahrscheinlich 2x11 nackte Männer auf dem Platz, würde wahrscheinlich lustig aussehen. Im Vortragssaal sitzen Lehrer aus ganz Rheinland-Pfalz. Sie bekommen hier Mittel geboten, um Chemie und andere Naturwissenschaften für ihre Schüler interessanter zu gestalten, indem ein Bezug zu Alltagsthemen hergestellt wird, die die Kinder interessieren. Hermanns Präsentation kommt jedenfalls bei den Lehrern schon mal gut an. Weil Fußball ja bei allen drin ist. Und wenn ich sage, ich war beim FCK im Stadion auf einer Fortbildung, habe Fußballstadien gesehen. Und Leute, wenn ihr das nächste Mal da seid, guckt es euch unter dem Aspekt an, dann denkt ihr, boah, die kennt sich aus. Und das finden die interessant und spannend. Und ich kann sie so hoffentlich ein bisschen begeistern. Interesse für Technik kann man bei der Jugend nicht früh genug wecken. Innovative Entwicklungen brauchen schließlich qualifizierte Fachkräfte. Auch Professor Dr. Andreas Groß vom Fraunhofer Institut in Bremen doziert daher über die Verknüpfungen von Naturwissenschaften und Fußball. Er berichtet von besonderen Stadien weltweit und den technischen Herausforderungen gerade bei modernen Arenen. Wenn wir jetzt das Thema Werkstoffe, Werkstoffweiterentwicklung, Werkstoffneuentwicklung in den Unterricht implementieren und darüber Interesse bei den Schülerinnen und Schülern für letztlich MINT, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik wecken und das mit einem Thema Stadion und Fußball und Kunststoff im Sport und so weiter. Ich denke, dass das eine ganz wichtige Funktion hat, um junge Leute für dieses zukünftig immer wichtigere Thema Werkstoffe zu motivieren. MINT ist dann noch der nächste Programmpunkt. Im Anschluss werden ausgewählten Schulen die MINT-Plaketten verliehen, die belegen, dass diese besonders Mathematik, Informatik, Naturwissenschafts- und technikfreundlich orientiert sind. Eine von den Chemieverbänden Rheinland-Pfalz unterstützte Aktion. Also es war schon einiges an Arbeit, diese Auszeichnung zu bekommen. Wir haben einen eigenen Fächerkanon entwickelt, in dem wir halt unsere Stundentafel so umgestaltet haben, dass die eben MINT-freundlicher ist. Schon im Kindergarten sind Kinder besonders begeisterungsfähig und für diese Fragen, naturwissenschaftliche Problematiken, Ähnliches und auch Technik, wie funktioniert das und so weiter, besonders empfänglich. Und ich finde, dieses Feuer, das da in den Kindern brennt, das muss man entzünden, denn dann kann man es auch erhalten und da, finde ich, ist dieser Impuls sehr wichtig, recht früh zu beginnen und das jetzt weiterzutragen. Und wir freuen uns als Schule natürlich sehr, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben. Es ist Lohn und Anerkennung für das, was geschehen ist, aber eben auch Verpflichtung, jetzt auf diesem Feld weiterzuarbeiten.